will dazu eigentlich nichts mehr sagen. Es ist so, so deprimierend. Jetzt drück mich der falschen Reihenfolge. Wer ist das denn? Soll ich jetzt? Was ist das? Folge 7, Folge 8? 7. Folge 7? Nach wie vor liege ich. Moment mal, jetzt ist aber einer gar nicht angestiegen. Naja, so kann ich natürlich keinen Punkt holen. Boah, so machen wir das jetzt. So bleibt es spannend. Ich würde gerne noch trotzdem noch mitspielen. Naja, wenn das geht nicht, jetzt ist irgendwas. Naja. Ja, blöd. Tschüss. Aber du könntest ja kommentieren oder auch einfach gehen. Ja, auf B. Moment, drück nochmal B. Drück mal alle B. Einmal B, aber nur nicht so oft. So, jetzt spiel halt mit. Ich brauche mehr Speed, das hat nicht funktioniert da. So, ich bleib jetzt dabei. Ne, Moment. Wie viel Endium oder mehr Endium? Das ist doch alles voll unfair, wenn ich das jetzt mal so angucke. Blood Cup. Ach, den guck mal. Das sind ja doch noch zwei. Ja, ich dachte, das wäre jetzt nur noch einer. Ne, noch zwei. Kann ich ja doch noch Erster werden. Irgendwie. Kann ich noch irgendwie was gewinnen? Nein. Du ziehst hinterher. Oh nein, das hat jetzt eben noch einen Punkt gekriegt. Wie dumm das ist. Das ist voll ärgerlich. Das war kackt. Der Plan mit der Bombe ist auch gut. Boah, Wario Arena ist. Boah, gibt's da die Abkürzung noch? Wo kennst du die denn? Du hattest sogar kein DS. Ich kenne die vom N64. Ach, wobei, den hast du in meiner Tasche verloren. Stimmt. Das war der 3DS, oder? Ja, nee, das war noch ein DS. Ich finde mein DS nicht mehr. Ein Jahr später. Er war in der Tasche, die ich jeden Tag mit ins Büro genommen habe. Nee, es war in der Reisetasche, die ich in X Länder mitgenommen habe. Und die Sicherheitsbeamten dachten sich immer, ah, der hat einen DS dabei, der wird Spaß haben. Davon wusste ich aber nichts. Kann es sein, dass das mit deiner Amerika-Geschichte zu tun hat? Dass du immer verweigerst zu behaupten, dass du Elektrogeräte dabei hast. Nee, nee. Hab ich nichts mit. Zum letzten Mal, Freundchen. Wir stellen dir die Fragen. Die kenne ich auch, die Strecke. Warum? Die sind ja toll. Hä, was war's denn? Ach, jetzt krepel ich über den Berg mit 3 km/h. Ja, danke schön. Wer war denn das jetzt gerade? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war jetzt mal richtig unfair. Au. Wow. Wow. Der ist dann mal. Die haben die aber schon nochmal verdreht, die Strecken, oder? Also auf dem 3DS war das nicht so krass. Ah, voll in die Banane. Das war eine gute Wahl. Ach, das fliegt mal an allen Goldmünzen vorbei. Grandios. Wow. Der blöde Lemmy, wie der schon aussieht. Lemmy Killmister. Und mich dann nerven. Dann kommt Daniel vorbeigefegt. Ah, die Bombe. Ja, danke. Danke. War das schon wieder? Warst das schon wieder du, Daniel? Ja. Aua! Oh, den letzten Stunt nicht geschafft. Say hello to my little friend. Ist Michi schon wieder Erster? Ja. Oh, verdammt. Soll ich sie mal anmelden? Damit es fair für euch bleibt. Ah! Ja, auch das noch. Ah, nein. Ach, der scheiß Geist. Das hat richtig Spaß. Wann lernen wir das eigentlich, dass es der Tintenfisch ist? Niemals. Das ist ein Geist. Wer sagt denn, dass es kein Tintenfischgeist ist, der gestorben ist und jetzt zurückgekommen ist um die Lebenden? Ja, danke. Ah, und natürlich das Power. Oh, mach mal alles nochmal rein. Säcke. Vielen Dank. Da ist überhaupt kein Rankommen mehr. Ah. Boing! Ja, ich merke schon, ihr habt euch mit der Situation abgefunden. Schnauze. So, du Gasmädchen. Das wird super. Ja. Na, voll vorbeigejumpt. Oh Mann. Gibt's die eine Abkürzung? Gibt's einfach nicht mehr, weil die Strecke ganz anders ist. Oh no! Oh! Ich kann da nichts rausholen bei dem Rennen. Wow!
Oh. Was soll denn das? Ihr wisst doch genau, dass ich gewinnen muss. Oh. Der berühre mich halt noch. Was berühre mich halt noch? Bitte was? Ja, wenn du mich hier anrennen willst. Das klingt wie so ein Helene Fischer-Song. Berühre mich halt noch. Berühre mich halt noch. Heute Nacht. Also ich mag es so gerne, wenn du mich da berührst. Macht ihr auch so Sprechgesang? Weiß ich nicht. Noch nicht. Kommt aber noch. Kommt mit so einer halben. Ja, da freut er sich noch. Depp. Wegen dir haben wir verloren. Weg. Jetzt haben wir schon gar nicht mehr die Geduld, die Highlights anzuschauen, oder? Weg. Ja! Oh. Das sind die Schlittschuh-Schei-Guys. Das ist die Mucke auch so geil. Das sind die großen Pinguine da auch wieder. Sorbiland. Ich sehe überhaupt kein Sorbi da. Was ist denn GCN? Gamecube. N. Nintendo. Gamecube Nintendo. Nicht der andere von Sony. Gamecube. Geil, an allen Boni vorbeigefahren. Ich auch. Oh, dieses. Ganz schön glitschig hier und ich schmeiße durch die Schale ins Nichts. Wow! Ist so geil hier. Steiger ist ein Paarlauf. Aber auf dem N64 waren es diese großen Pinguine, die da mal Schlittschuh gefahren sind. Gibt es hier gar nicht. Das waren noch Zeiten, gell? Damals, als die Pinguinwelt noch in Ordnung war. Habt ihr jemals verstanden, was das Tolle an Pingu sein soll? An was? Pingu ist voll kacke. Ja, was ist denn? Ich check das sollte. Das ist so eine Art Milchschnitt, oder? Nee, das ist so ein Zeichentrick, so eine Knetgummi. Ja, genau, das ist ein Knetpinguin. Stop Motion. Am blödesten ist es, wenn er dann so macht. Ah. Der ist ähnlich, der ist so ungefähr so wie der kleine Maulwurf. Ist der schon wieder auf eins? Das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte meine Mitreisenden informieren, dass ich bereits wieder auf dem ersten... Mann, ich verstehe es aber halt echt nicht. Nervst nur, weil er es auswendig kennt. Das macht der also die ganze Zeit. Der hat doch heimlich am Wochenende geübt. So, jetzt treffe ich ihn ganz nach vorne, komm. Er ist ein Bowser getroffen. Fast. Gleich knapp. Der hat sich ja zwischengeworfen. Wo bleiben die Pingus? Oh, die machen sogar so Pirouetten, ist ja geil. Er erzählt dann immer so spektakuläre Geschichten, was er am Wochenende erlebt hat. Oh Mann, hab ganze Woche den Watch Dogs gespielt. Wow. Und hier so war es echt krass, was du alles erlebst. In Wirklichkeit übt der Mario Kart. Ja, genau. Schieß mich halt ab. Hier, Christian. Komm, kriegst du wieder. Dann hab ich getroffen, natürlich nicht. Oh nein, wo fahr ich denn hin? Sauber. Geh weg. Au! Ja. Wer war das denn? Au! Vor allem, wie geil wir uns... um die Plätze bekämpfen, die halt keine Rolle spielen. Richtig. Hauptsache, Michi kann da vorne in Ruhe durchfahren. Ja, ist ein bisschen langweilig hier vorne. Schnauze. Kann mal jemand vorkommen? Bleib halt noch stehen. Nee. Warte mal. Gib mir ja Mühe, aber hier sind überall Löcher im Eis. Ah, hat man gerettet. Der ist schon wieder auf 1, oder? Also, ich hab mich selber fertig, oder? Nee. Fast. So schnell geht's da doch nicht. Ich krieg halt auch immer Zeug, was mir nichts bringt. Nein, der Geist. Ach, die mit der Piranha-Blume kann man auch beschleunigen. Wenn ja, man die zieht einen so ein bisschen nach vorne. Aber ich glaube, das hängt auch wieder vom danke, Auto dass, ab. Was? Das hängt, glaube ich, auch wieder vom Auto ab, wie stark man da beschleunigt wird. Das ist kein Auto. Na schön. Und Wortlicht gibt's hier auch. Schön. Och Menno, es macht keinen Spaß mehr, wenn mich immer gewinnt. Den laden wir zur nächsten Party nicht ein. Das ist eine Party. Die berühmten Partys, wollte ich gerade sagen. Auf dem, was du so nicht, Party nicht das, nennst. Nicht das, was hier passiert. Deine Party stinkt. Ah, jetzt hatte ich ihn fast. So knapp. Och Manno. Toll, Michi, ist das Spiel kaputt gemacht. Echt, macht echt voll Spaß. Ja, super. Ist echt. Michi macht Mario Kart kaputt. Das ist echt mal eine Leistung. Ich glaube, ich habe so ein bisschen rausgefunden, warum damals dann niemand mehr zur Mario Kart Party kam. Nee, wir müssen zum Zahnarzt. Wie 3 Wochen in Folge. Ja, das ja, ist so ist schön. Das tut weh. So. Mir wird so einiges klar. Warum ich auch dann früher vom Fußballtraining nicht mit nach Hause fahren durfte. Und
Weil du deine Eltern auch immer abgezogen hast, der Mario Kart. Kommt mal her, ihr blöden Eltern. Holst du den Burm ab? Na, du. Ja, dann warte heute im Regen. Ist mir doch wurscht. Soll er sich heute Kart kaputt machen. Soll er sich heute mit der Schildkröte da melden. Ja, er ist doch sonst so schnell. Nein, ich habe Daniel getroffen. Ich wollte auch nicht treffen. Danke, danke, Martin. Oh, das ist die coole Musikstrecke. Oh, das ist mein Revier. Das ist früher wieder. Hat es überhaupt keine Chancen? Nee, habe ich auch gedacht, da wird ein bisschen schneller. Oh. Langsamer geworden. Ja, super. Dein Erster. Uah! Oh, Michi, kennst du die Chancen? Ja, danke, hier. Danke. Entschuldigung. Danke. Großartig. Boah, wie cool. Die Musik geht ja mit, weil da drüber fährt. Ja, toll, ne? Ist abgefahren. Halt einfach dein Maul. Ach, krass. Wie viel das alles gibt. Warum ist denn der blöde Bowser hier? What? Große Noten? Nein. Da hüpft man hoch. Oh, oh. Jawohl. Au. Das hat voll wehgetan. Nein, das kommt da an, da kommt so ein roter Panzer. Der war für mich bestimmt. Der galt mir. Nein, nicht schon wieder. Das ist Liebe. Verreckt endlich, verreckt! Au! Ach, Martin, warst du gerade vorne? Ja. Ach so! Ich dachte, Michi war vorne. Nee, ich bin gerade auf dem 6. Platz und roll das Feld von hinten auf. Danke, wer war das? Au! Das war ich. Au! Jetzt haltet bloß halt Michi auf. Egal, was er macht. Michi ist Sechster. Ich komme. Ja, das habe ich vorhin schon mal verkackt, weil ich dann ihn zu sehr aufhalten wollte und mit darauf geachtet habe. Und dann. Dann kam er. Und dann habe ich es falsch gemacht. Und dann kommst du noch einen Punkt in die Bude. Es ist gut da. Ich war selber schon einmal da. So. La la la. Yeah, yeah, yeah. Und ja, nochmals yeah. Wow. Du musst übrigens abspringen, wenn ihr da hochgepoppt werdet. Da kriegt man auch mal Turbo. Na toll. So, Freunde. Bitte Michi weiter nach hinten hauen, dass er keinen Punkt in dieser Runde kriegt. Oh, da kommt ein blauer Panzer. Ach nö, hör auf! Oh nee, ey! Was hab ich jetzt? Ach, ein Boomerang. Gucken, greife ich Michi da mit? Oh, ich hab einen Dings weggeschossen immerhin. Oh, Banane. Komm her, Michi. Oh, jetzt kommt der blöde Geist. Tintenfisch. Wie viele Panzerzapfer hast du denn nicht hier? Was ist denn da los? Ich fahr auch an jedem Boni vorbei. Bonus. Bofrost. Halt. So dermaßen die Knochen. Jetzt blockieren die mir alle die Schussbahn hier. Lemmy und Mario. Und dann kommt von hinten einer und wer schießt mich da an? Und dann krieg ich noch einen roten. Ach komm. Das ist so ein Witz. Genau. Oh Mann, ey, seid ihr. Oh. Ihr schenkt dem auch den Sieg, oder? Was tust du denn gegen seinen Sieg? Ja, nichts. Oh, vier, die war am ersten. Macht ihr da hinten eigentlich irgendwo. Oh Mann! Ah. Brauchen wir diese scheiß Gamepads nochmal? Spielen wir irgendwann nochmal was auf der Wii U? Ja, schon. Mario Kart 9. Das kommt auf der nächsten Konsole raus. Oh, fuck. Und dann werde ich warten. Mann! Du bist aber richtig schlecht heute, kann das sein? Also ja. Jetzt so. Was ist denn los, Martin? Ich baue mich jetzt da dran auf. Hauptsache besser als Martin. Wenigstens einmal im Leben. So, war's jetzt? Nee, eins ist es mindestens noch. Ich meine, ist noch eine Strecke oder? Eine Strecke ist es noch. Ach so. Yippie! Und voll in die Note rein, nee, doch nicht. Ah, das ist geil. Du hast schon guckt. Er guckt echt ein bisschen doof. Das passt ja dann. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Das nächste Mal will ich auf der Couch sitzen. Nix gibt's. Ja, Yoshita! Ach, guck mal, Yoshita. Ja, kennt der auch, das ist die Strecke mit den meisten Kurven. Nee, auch anderen Wegen. Ist es auf dem N64 war es immer so, dass du keine mit den meisten alternativen Wegen. Und Münzen. Hast du dich da schon schlau gemacht? Bitte? Hast du dich da schon schlau gemacht? Ich hab am Wochenende ein Video gesehen, die 10... Hast du auch bei Watch Mojo das angeschaut? Ja. Aha. Ihr seid solche Streber.
am Wochenende noch heimlich gelernt. Dann noch, am Wochenende habe ich mir dann hier noch die Strecken angeschaut. Und aber guck mal, das ist schon hier mit Anzeige, welchen Platz man hat. Aber auf dem N64 war es immer, während du in dem Irrgarten bist, Fragezeichen, Fragezeichen, und erst wenn du rausgefahren bist, stand dann da dritter, vierter. Au! Vom ersten auf den fünften. Und dann kommt der Daniel auch nochmal. Wird wenigstens voll in die Bande. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Hätte ich jetzt gar nicht gemerkt. Wenn du mich noch so fies wegrammst. So, jetzt habt's es. Nein, der Geist. Oh, der Zehntenfisch. Oh nee, cool, meine Pflanze hat den gefressen. Das ist ja super. Fleißige Pflanze. Der Lemmy ist ja voller Spinner. Circle of Life. Oh, Riesenei. Boah, ich hab dieses Alles-Ding, das ist geil. Und da kommt der Geist. Was für ein Alles-Ding? Das ist dieses Teil, wo man dann alles mal hat. Ach, gibt's das? Ja. Cool. Ist die 8, oder? Ja. Was für eine 8? Leider. Au! Kann man sich nicht so richtig aussuchen, was das. Mhm. So, jeder darf mal. Und noch Unverwundbarkeit. Ich bin immer noch nicht Erster. Ich weiß nicht, ob das die beste Route dadurch ist, aber irgendwie funktioniert es ganz gut. Ah, voll in die Wand rein. Tower Panzer! Tschüss, Michi, tschüss. Tschüss, Michi, ne? Tschüss. Findet der wie, da durch? Wie? Ah, es hilft dir nichts, oder? Doch! Scheiße. Ich hab gar nicht auf die Strecke geguckt, weil ich noch krass, ich hab grad eine grüne Schildkröte, die von hinten angeflogen kam, mit einem roten abgeschossen. Cool. Ja, aber mach doch mal jetzt was Cooles. Ich hab hier den blauen Panzer reingeschossen. Ja, Martin, da kriegst du das Bundesverdienstkreuz. Ja, was soll denn das? Nein, Chris, ist aber was machen halt! Kann doch alles nicht wahr für sein. Außergewöhnliche Leistungen in Mario Kart Behinderung des Erdenbürgers M. Obermeier. Danke, Mario, Evario. Oh, Leute! Wow! Das ist echt nicht mehr ein Spiel, da ärgere ich mich. Final Lap! Final! Oh, warum? Great Success! Oh Mann, ey! Was für ein Reinfall. Oh Mann, ich verstehe die ganzen Leute, die in den Kommentaren sagen, wie kann man nur so schlecht in Mario Kart sein? Das ist ja erbärmlich. Ah, die Banane. Können ja mal ausloben, ihr zeichnet Videos auf, wie gut ihr in Mario Kart seid, und wir entscheiden dann, wer Michi zu Hause besuchen darf, um gegen Michi Mario Kart zu spielen. Nee, und dann vor allem geht es auch darum, die müssen dann Bilder einsenden und zufällig gewinnen dann Leute, die überhaupt nicht Mario Kart spielen können, aber 3 Meter groß und 2 Meter breit sind. Und nicht gern verlieren. Vor allem nicht gern zu Mario Kart spielen eingeladen werden. In der Regel sind es Wookies. Ein Druide dreht einem aber auch nicht den Arm aus dem Gelenk, wenn er bei Mario Kart verliert. Also ich mach das immer. Oh Mann! Das war's. Victorious Mic Drop! Langweilig. Hm. Da war ja selbst Golf spielen besser. Das sehe ich auch so. Ah, ja. Nein! Oh, Scheiße. Moment, ich muss mich mal kurz warm machen. Ist das das letzte Rennen gewesen jetzt? Ja. Das ist das letzte Rennen gewesen. Darauf esse ich jetzt ein Gummitier. Aber nee, ich bin nicht letzter, oder? Ist. Nee, tatsächlich. wie schlecht ich heute bin, ist der Hammer. Naja, wie gut heute ich das finde. Jetzt haben wir aber einen Cup, ist eigentlich noch offen, oder? Dann spielen wir halt, weil es so viel Spaß macht. Ja, super ist es. Ja, da so, weg damit. Da darfst du eigentlich nicht mitspielen. Spaß. Schreib mir noch was Geiles. Wir können echt zu dritt hier noch spielen und ich gescheit daher. Spiel um Platz 2. Gibt nix. Muss ich dann überhaupt noch mitspielen? Kann bitte jemand die Austaste drücken? Bei mir. Ich suche sie seit 29 Jahren. Batterien aus der Mütze. Erstmal die Batterien aus der Mütze. Und. Oh, wie geil ist der Katzi-Pokal! Oh, Blitzkap, weg mit dem Katzi-Pokal. Der Bärchi-Pokal. Das ist ein Blattpokal. Der Tanuki-Pokal. Jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Spiel eigentlich nicht spiele. Das ist immer der Falsche. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich aus Respekt Michi gratulieren, aber machen wir nicht. Nee. Ein Punkt für mich vorbei. Ein Punkt für mich für die ewige Versus-Skala. Eigentlich müsstet ihr jetzt noch das letzte Ding ausfahren, ohne mich. Ja, und dann? Gibt es doch für mich auch nichts mehr zu holen. Ja, richtig. Aber wir haben alle Cups mal. Aber gespielt. Ich kann die anderen noch schikanieren dabei. Wir können 3 Verlierer sein. Das zeigen wir euch dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.